ich kann. Die meisten haben mir geschrieben, ich soll ihn mit dem Auto zerreißen. Ich habe ihn schon mal aufgeschnitten, um zu schauen, was drinnen ist. Und ich sage euch, dass das Spielzeug sehr stabil ist. Wir haben versucht, ihn mit den Händen zu zerreißen. Das hat nicht funktioniert. Vielleicht geht das mit den Autos. Geilste Aufnahme, die ich bis jetzt hier je hatte. Leute, wer von euch hat diesen Kanal schon gesehen? Dropshow ist der Aufsteiger auf YouTube. Er zerstört Sachen mit seiner Metallkugel. Schaut unbedingt bei ihm vorbei und lasst ein Abo da. Link zum Kanal ist in Videobeschreibung. Als erstes müssen wir ihn richtig an das Auto befestigen. Zuerst binden wir mit den Kabelbinder seine Arme und Beine. Danach fixieren wir das mit dem Taser. Meiner Meinung nach sieht das gut aus. Jetzt befestigen wir das Seil an das Auto und danach binden wir den Armstrong an. An irgendjemanden erinnert er mich. Ach ja, an den Van Damme. Kennt ihn einer noch von euch? Jetzt versuchen wir ihn zu zerreißen. Auto starten und losfahren. Hört ihr das? Er reißt gleich. Oh nein! Gerissen! Von einem Auto ist das Seil abgerissen. Nein, ein Kabelbinder ist gerissen. Die Arme waren stärker. Oh yeah, ein Stück wurde abgerissen. Diese Art der Befestigung ist nicht gut. Wir müssen es anders machen. Dieses Mal kommt das Seil unter den Armen durch. Nein, das gibt es nicht. Und nochmal. Yes! Mann, der wurde wieder rausgerissen. Und dieses Mal ist sein Bein ab. Seine schwächste Stelle sind einfach die Hände und die Füße. Versuchen wir ihn mit den Händen zu zerreißen. Na komm, komm schon! Oh Mann, egal was wir machen, es ist unmöglich, ihn in zwei Teile zu zerreißen. Sogar da, wo er aufgeschnitten war, war es unmöglich. Okay, lasst uns ihn mit dem Auto überfahren. Hart. Einfach nur hart. Er hat das auch ausgehalten. Leute, es ist unmöglich, ihn in zwei Teile zu zerreißen. Schreibt mir eure Vorschläge, wie ich ihn noch quälen soll, in die Kommentare. Die Besten kommen in das nächste Video. Teilt das Video mit euren Freunden, folgt mir auf Insta, abonniert meinen Kanal, um kein Video zu verpassen. Und bis bald.